Ja, hallo zusammen. Die Sonne ist gerade aufgegangen, neuer Tag in Minecraft. Wir versuchen weiter hier eine Bahnstrecke anzulegen. Ich bin gerade überlegen, das hilft nichts. Hier muss auf alle Fälle ein Pfeiler her. So, sollen wir hier auch noch einen her machen? Oder ja, ich packe den noch mal hierher. Halt, das war falsch. Der muss hier hin, oder? Stimmt doch. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so. Nee, ich glaube, das muss weg. Und muss hier hin. So um die Ecke vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Das hier so gut ist. Oder ob mir das hier so gefällt. Ich lasse es trotz allem mal so. Auf alle Fälle muss hier der erste Pfeiler her. Was das Ganze auch hält. Und dann wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man hier unten so irgendwo hier so in dem Bereich eh mal eine Konstruktion hätten, der man diese ganze Sache hier mal stützen. Die Frage ist nur, inwieweit verwirklichen ist hier, dass wir, ups, hier brauchen wir ein bisschen Gerüstbauerde. Das war nicht das, was ich möchte. Sollte
dahin. Dann stellt sich die Frage, oh, jetzt habe ich die Dinger nicht. Ob man hier immer noch... Haben wir mal wieder Glück gehabt. Wenn ich schon runtergefallen bin, nutze ich das doch gleich als Grund dafür, mich hier hochbauen zu können. Die Frage ist, wie das am besten aussieht. Ein Stück zur Seite wieder, dass wir das von außen betrachten können. Hier ein Ganzen drauf. Dann mit einer Treppe oben. Und jetzt könnte man das die Treppe ist oben. Ich probiere es einfach mal aus und dann sehe ich. Mist, verflixter. Jetzt haben wir keine Stufen mehr. Wir haben viel zu wenig Koppel. Ich glaube, dass auch dieser ganze Block hier nicht wirklich hübsch ist. Und das ist hier mit diesen. Dass das Schöne ist, wenn wir hier auch dann so eine Stufe reinmachen. Und deshalb werden wir mal nach Hause eilen. Ein bisschen Material besorgen. Was will der Kamerad da? Hat der kein daheim am helllichten Tag? Wir sollten am besten gleich Schienen mal legen bis hier hinten hin. Dann hätten wir nicht so weite Laufwege. Das Tor steht immer noch da. Hallo Baumschaf. Okay. Das Rennen macht hungrig. Was essen? Saftiges Steak hier. Naja, komm, noch eins rein. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung jetzt war. Dann haben wir hier so einen Setzling. Ich tue das Grünzeug mal da rein. Den Glowstone weg. Soll ich den Glowstone? Naja. Der ist weg. Faden. Pfeile weg. Halt. Bogen.
den und den. Jetzt ein besserer. Karotten. Wir haben Karotten, wir haben. Aber ich glaube, das brauche ich momentan nicht. Das haben wir nur wegen der Vermehrung unserer Viecher mitgenommen. Ich brauche auch eigentlich das Glas momentan nicht. Ich habe Dirt für den Gerüstbau. Was ich brauche, ist Kobel. Kobel. Ich brauche Stufen. Stufen. Mehr Stufen. Ich brauche Treppen. Ich glaube, ich brauche noch mehr Stufen. Hallo? Sehr laut. Können wir noch ein bisschen Kurbel mitnehmen? Wie ist eigentlich das da unten? Ach, da haben wir auch noch ein paar Stufen. Treppen. Dann 8 Stufen haben wir ja noch. Ja, von diesem Stufenzeug, so viel hätte ich da jetzt eigentlich sehr wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Das war jetzt wieder. Eigentlich Holz nicht unbedingt, gell? Eventuell noch mehr von diesen Dingen da. Da können wir jetzt noch ein paar machen. Wo habe ich denn da die Restbestände? So, und dann marschieren wir halt mal wieder los. Ist es dunkel? Es ist dunkel, da schlafen wir doch mal. Wenn wir schon gerade hier sind, können wir mal wieder schlafen. Schlafen haben wir schon lange nicht mehr. Ja, wunderbar. Hallo. Reinspaziert. Jetzt habe ich wieder so ein blödes, faules Fleisch aufgenommen. Eigentlich. Kann man mit dem heizen? Mann, ist das weit. Da wäre es ja fast klüger gewesen, wir wären, naja, klüger nicht, selbe Weg sehr wahrscheinlich, wenn wir andersrum gelaufen wären. Das wächst auch schon bis zum Boden, sehr schön. Unser Efeu. Das hier rüberführen. Doch, das ist hübsch. Das Dumme ist bloß, dass wir mit Sicherheit immer mal wieder Monster auf den Schienen stehen haben werden. Relativ sicher. Es gibt eine ziemlich einfache Konstruktion, was wir hier machen. So wie ich das sehe. Aufpassen, dass ich nicht durch das Loch, durch das einzige Loch, was wir hier haben, durchfall. So.
sehr einfache Konstruktion. Aua! Spätzlerslach, du bist umzingelt. Das heißt, die können wir auch so herbauen. Der Creeper Man. Ja, jetzt klappt es nicht mehr. Dann brauchen wir wieder Gerüstbauerde. So. Plopp. Und noch ein. Müssen wir aufpassen. Hier in die Ecke. So. Dann können wir das wieder abbauen. Sammeln. Vielleicht brauchen wir sie nochmal. Noch. Ja, jetzt haben wir das Problem. Sonst wieder nicht hinkommen. Ich bin am Überlegen. Das brauche ich nicht, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich bin am Überlegen, ob ich da oben auch noch eine Stütze anbringen soll in dem Bereich. Von diesem Mittelpfeiler. Wie wäre das? Wie sieht denn das aus, wenn ich hier weil es zu hoch ist. Wenn ich hier was habe ich jetzt aufgenommen? Sowas hier hoch mache. Wie sieht denn das aus? Weil ich möchte hier sowieso. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus, oder? Es verbraucht zwar ziemlich Material. Aber das würde diesem Ding hier optisch noch ein draufsetzen. Ist da Wasser unter mir? Jawohl. So, das war natürlich ein bisschen unklug, dass ich im Runterhüpfen da Ding hier gesetzt habe. So, dann kommt hier jeweils eine Fackel drauf. Und genau solche Stützen müssen wir dann halt noch mehr anbringen. Einfach nur hier so links und rechts so eine Stütze für eine einfache Konstruktion hier, aber ich hole mal unten mein Material noch ein bisschen. So.
Was will denn der Kamerad hier? Dich brauche ich nicht. Der hau ich eigentlich auf die Nase. Oh. Weil ich wollte eigentlich nur mal hier von der Entfernung mal das anschauen. Naja, das ist glaube ich schon recht massiver Pfeiler. Den kann man, denke ich, lassen für in der Mitte. Und dann würde ich sagen, dass ich mit dem Blick hier auf diese erste Stütze die Folge beende und wir uns zur nächsten wiedersehen.